Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und einem neuen Video zum Le Camping-Car von Hachette. Heute mit der Ausgabe 75 und da ist wieder ein schwergewichtiges Teil drin. Und so wie ich das gesehen habe, wird heute ein bisschen wieder was zusammengeführt. Das heißt, ein paar weniger lose Teile und da würde ich sagen, nach dem Intro legen wir los. Ja, schauen wir mal. Also, das ist unser Bauteil. Im Grunde genommen auch nicht wirklich unbekannt. Hier sind zwei Winkel wieder mit dabei. Auch nicht wirklich unbekannt. Und AM-Schrauben. Und ja, jetzt brauchen wir die beiden vorgefertigten Rahmenteile, die wir ja in einigen Ausgaben zuvor ja schon vorbereitet haben im Grunde genommen. Und an eins der Rahmenteile wird heute sozusagen noch ein drittes Zwischenteil eingebaut und dann werden die beiden Rahmenteile zusammengeschraubt und damit haben wir dann ein ganzes Teil. Aber bisher lagen ja die Teile einzeln rum und das wird sich dann heute ändern. So, jetzt hole ich erstmal diese beiden Teile hierher. So, hier ist Nummer 2. Ja, natürlich gucken, auf welche Seite kommt der Spaß. Also auf diese Seite. Genau. Mir dünkt, hier ist es aber noch nicht ganz fest. Oder ihr möglicherweise. Erstmal zur Seite, den brauchen wir ja dann erst, wenn das so dran ist. Gut, dann packen wir mal die Teile aus. So, da haben wir einmal dieses Teil AM-Schrauben und nochmal zwei Winkel. So, jetzt muss ich natürlich gucken, so rum. Ah, wie schön, sieht man doch. Hier ist das R für rechts und hier das L für links und diese Rahmenteile haben ja im Grunde genommen dieselbe Inschrift, also sind auch nochmal mit einem R bzw. einem L versehen. Ja, die Winkel, das sieht so aus, als wäre das egal, wie rum die rangehören. So, dann brauchen wir mal zwei Schrauben für die Winkel. Yes. Na. Jawohl. So. Der erste ist dran. Nummer 2. Ist auch dran. Na, das war ja recht einfach. Gut, jetzt wird das Ganze hier bloß noch rangesteckt und ebenfalls mit AM-Schrauben befestigt. Ja, jedes Teil wird im Grunde genommen mit immer nur einer Schraube befestigt. Das heißt, hier kommt jetzt auch bloß eine Schraube rein. Hier ist eine Schraube drin und hier ist eine Schraube drin. Das heißt, wenn wir nachher das Gegenstück dran setzen, kommen dann auch bloß noch drei Schrauben rein. Und das war es dann. Das Problem ist, dass es hier immer recht knifflig ist, das ranzuschrauben, weil hier nicht viel Spielraum ist. Aber solange die Schraube erstmal angesetzt ist, ist ja alles gut.
Das ist halt wenig Platz, um den Schraubendreher richtig zu greifen. Das ist eine knappe Sache. Man sieht das ja hier. Ich kann es auch mal versuchen, so zu halten. Ja, aber jetzt auch nichts. Wie machen wir das denn? Ja, auch was sieht. Ja. Na, zumindest ist es ja schon mal angesetzt. Genau, hier. Jetzt könnt ihr es auch sehen. Und jetzt muss ich hier natürlich die Schraube befestigen, aber ihr seht selber, der Schraubendreher ist parallel zu diesem Metallteil oder Rahmenteil. Und den kann man einfach nicht wirklich greifen. Wenn ich jetzt zu weit rüber gehe, um ihn besser zu greifen, ja, dann rutscht er mir weg und damit mache ich aus Kreuz rund. Das wollen wir ja nicht. So, scheint aber fest zu sein. Ja, ist es. Hervorragend. Mensch, ich bin überrascht. Aber ich muss das Ganze ja jetzt noch dreimal auf der Seite machen hier. Ja, der Spaß geht weiter. Deshalb muss ich die Dinger hier passend reinsetzen. Weil die haben ja hier so... Von der Seite sieht man es, glaube ich. Doch, hier sieht man es. Hier sind so Nasen an den Enden. Und hier sind dafür entsprechend vorgesehene Schlitze, wo dann die Teile reingesetzt werden und dann ja, kommen die Schrauben dran. Holla die Nachtfee. Junge, Junge, Junge. Jetzt kommt der eigentliche Spaß, nämlich die Schrauben hier rein zu drömmeln. So, drei Schrauben habe ich mir schon mal bereitgelegt, damit es da zügig von der Hand geht. Ach, wo fange ich denn an? Ich weiß es selber nicht. Ich glaube, das spielt auch gar keine Rolle. Hauptsache, die Schrauben sind drin. So geht es eigentlich auch immer ganz gut, wenn man von hinten drückt, sodass er nicht rausrutschen kann und dann mit der Seite dreht. Boah, so könnte ich das ja überall machen. Aber hier ist tatsächlich fest. So, erste Schraube sitzt. Also mit der Technik geht das ganz gut. Man muss bloß das Loch treffen. Ja. Auf die Art geht es doch wirklich relativ gut. So, ich muss mal Strom holen. Meine Kamera, da ist der Akku gleich wieder leer. Sekunde. Kamera hat wieder Strom. Wo ist die Schraube? Hier. Letzte Schraube. Gut, Schraube ist drin, Rahmen ist fertig. Also fertig ist er wahrscheinlich noch nicht, da wird sicherlich noch was kommen. Naja, also zumindest schon mal die Hinterachse. Das ist schon mal glasklar, dass da eine Hinterachse noch kommt. Aber was und wie viel hier sonst noch kommt, das weiß ich natürlich nicht. Da lassen wir uns überraschen. Aber im Großen und Ganzen haben wir jetzt erstmal einen Teil. Ich musste die beiden Rahmenteile, hatte ich ja immer separat zu liegen. Und ja, jetzt haben wir es zumindest. In einem Stück. Gut. Hammer's. Sehr gut. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende mit der Folge 75, beziehungsweise mit der Ausgabe 75.
und jetzt ist der Rahmen komplett, der hintere Fahrzeugrahmen. Und ich schätze mal, das können wir dann wieder zu den Akten legen, wie das so ist. Das heißt, jetzt im Moment habe ich, glaube ich, drei einzelne Baugruppen im Grunde genommen, kann man sagen. Einmal das Fahrerhaus, die Wohnkabine im hinteren Bereich und natürlich das Fahrgestell vom hinteren Bereich. Das sind drei einzelne Teile. Bin gespannt, ob es noch mehr werden. Diese ganzen einzelnen losen Teile hier überall rumzuliegen, liegen zu haben und zu sammeln, ist so ein bisschen nervig. Es ist immer ein bisschen praktischer, wenn man die Teile aneinander schrauben kann. Das ist ja wie mit dieser einen Seitenwand, die hätte ich ja schon längst gerne an die Wohnkabine rangeschraubt, aber sie ist immer noch lose. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Ausgaben, in den nächsten Folgen. Und dann würde ich sagen, bleibt gespannt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.